Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tlu 2. Wir sind gerade im Kino, haben festgestellt, unsere Freundin Dina ist leider ein wenig angeschwängert. Wir wissen nicht genau von wem, aber das spielt letzten Endes auch keine Rolle. Die Frage ist natürlich nur, wie Ellie damit umgeht. Wie wir damit umgehen, spielt auch gar keine Rolle. Wir halten uns da schön raus, ist nicht unser Ding. Haben wir gar keine Meinung zu haben eigentlich. Gut, hier ist der Infizierte offenbar auch nicht drin. Das ist also der Projektorraum. Okay, wunderschön, wunderschön. Eine Notiz. Dann lass doch mal gucken. Ah, das Tagebuch geht weiter. 13. September. Ich glaube nicht, dass sie zurückkommen. Weißt du was? Sie kommen nicht zurück. Entweder sind sie überfallen worden oder sie haben mich im Stich gelassen. Es ist nicht meine Schuld, dass ich krank geworden bin. Wenigstens ist das Fieber jetzt weg, aber dafür sterbe ich vor Hunger. Ich sollte mir in den Häusern hier was zu essen suchen und dann mal sehen, ob ich irgendwen über Funk erreichen kann. 15. September. Der Dauerregen bedeutet zumindest, dass ich nicht verdurste. Leider setzt dadurch auch ständig die Stromversorgung aus. Nicht gerade günstig, wenn man funken will. Nicht es antwortet ja sowieso niemand, was? Warte mal. Die Seite endet mit nicht. Nicht? Nicht, es antwortet ja sowieso niemand. Okay. Die WLF kann unmöglich alle Fedra-Horchposten ausgelöscht haben. Niemals. Ich muss es weiter versuchen. 16. September. Ich habe geträumt, dass ich an einer Schusswunde verblutet bin. Und sie lachend daneben gestanden haben. Vor einer Stunde bin ich aufgewacht. Ich habe am ganzen Körper gezittert. Ich brauche eine Zigarette. Man sollte ja meinen, dass in einem Theater irgendwo ein oder zwei Päckchen herumliegen, aber hier ist nichts. 19. September. Der Strom ist schon wieder aus. Ich werde mal aufs Dach steigen und nachschauen, ob ich ihn wieder zum Laufen kriege. Tja, wir werden ihn bestimmt noch finden irgendwo. Hallo, Werkzeuge. Hallo, hallo. Wir werden den Kollegen bestimmt noch irgendwo finden. Ob tot oder lebendig oder wird uns finden, ich weiß noch nicht genau. Hier ist wirklich Dauerregen, warum? Das mit der Kapuze ist übrigens auch ein wahnsinnig cooles Detail. Und sie sieht nicht sehr glücklich aus. Okay, hier geht's runter, glaube ich. Hier geht's aber vor allen Dingen auch hoch. Bisschen aufpassen hier oben. Kann ich anhalten auf der Leiter? Ja. Okay, offenbar nicht hier oben. So. Ich find's eigentlich immer cool, wenn Dina uns hilft, ne? Bei, wenn wir angegriffen werden und sowas. Okay, wo der Kollege ist, weiß ich aber auch nicht. Ist er weitergezogen? Oh. Ich glaube, der Kollege ist hier verbrannt bei Stromarbeiten. Shit. Bist du hinüber? Warst wohl kein besonders guter Elektriker. Oh, shit. Der Arme. Und wie die Schuhe da unten noch sind, weißt du? Die Klamotten sind noch da, aber das Fleisch ist komplett runtergebrannt. Oder was auch immer. Okay. Muss ich jetzt was machen? Nee, ne? Ich will mich nicht sterben. Okay, der Strom fällt wegen Regen aus, aber der Generator ist doch hier... Okay. Naja. Wird schon seinen Grund haben. Boah, der Regen ist aber echt... So, ich hoffe zumindest... Okay, Licht haben wir. Ich höre komische Geräusche. Ach, das Funkgerät. Das erwähnte er ja. Hallo, Funkgerät.
ein Schlüssel. Was ist das? Okay. Jo. Wir wissen nicht genau wofür. Ist das da draußen der Kinosaal? Kann man da was sehen? Nehmen? Wofür ist der Schlüssel? Und wer hat die Tür hier geschlossen? Okay, sie schläft ein bisschen. Das ist gut. Die Tür unten ist auch zu. Da oben auf die Galerie. Warum kommt man denn da eigentlich nicht drauf? Das ist so sinnlos. Da könnte man so ein schönes Café drauf machen oder sowas. Okay, wofür ist der Schlüssel? Das Licht führt uns hierher. Ja, offenbar nicht ganz. Das Licht führt uns nicht hierher. Diese Tür ist es. Okay, das Licht führt uns offenbar nicht hierher. Es ist einfach nur ein Licht. Na gut. Wofür ist der Schlüssel? Habe ich irgendwo eine verschlossene Tür? Vergessen? Übersehen? Ist der Schlüssel für hier? Jo. Okay. Ich meine, hier dürften eigentlich keine Infizierten sein, ne? Er hatte den Schlüssel. Hier haben wir schon alles abgeguckt, ne? Angeguckt, meine ich. Er hatte den Schlüssel, Das heißt, er war hier auch drin. Ehrlich gesagt. Ein Kino ist so ein schlechter Ort. Weil hier normalerweise immer so viele Menschen sind. Wenn nur einer infiziert ist und der beißt die anderen. Schwierig. Oh, Theater meine ich, nicht Kino. Theater. Ja, ja, Theater. Wollte ich von Anfang an sagen, Theater. Können wir dann auch unter die Bühne und so? Da hinten brennt jetzt Licht, das ist alles sehr gut. Meine Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen bei den Filmlustspielen 2000, ich weiß gar nicht welches Jahr hier ist, 2017 müsste es, nee, die Infektion war 2013, aber der erste Teil hat dann irgendwann später gespielt, ich weiß gar nicht welches Jahr jetzt ist. The Sick Habit with the... Krass. With the Brickshit Houses. Was? Ja. All proceeds to Seattle Children's. Das finde ich gut. Pinnacle Theater. Und hier hinten. Setlist. Sick Habit Setlist. Settle for less. Who can say once more? Überall. Unto the breach. Hideout. Running towards my problems. Possession. The light of two minds. Zugabe. Armstrong and Holy. Holly und QED. Okay, cool. Das nehme ich mit als Souvenir. Ansonsten, hier gibt es nicht wirklich viel. Und wir gucken mal, was uns hier erwartet. Ich hoffe, da ist nichts. Oh, gruselig. Puppen. Niemals. Was? Oh. Ist ja auch irgendwie eine Verbindung zu Joel, ne? Er hat dir das Gitarrespielen ja beigebracht. Thank you.
Ach Mann, ach Mann, ach Mann. Drei Jahre zuvor. Das klingt doch allmählich nach was. Ach, ich bin schlecht. Nein. Die muss erst mal Hornhaut wachsen, das ist alles. Ja. Okay, na los. Das ist es? Ja. Oh, shit. Das macht mich glücklich und... Ich rate jetzt mal. Ja, ja. Willst du dir die Überraschung schon verderben? Keine Ahnung. Ist es ein Dinosaurier? Hör auf zu raten, ich sag's dir nicht. Okay, ist es ein Elefant? Ist es ein Cabrio? Kommst eh nicht drauf. Ist es ein Welpe? Ist es ein Haufen Kätzchen? Du meinst einen Wurf. Was ist ein Wurf? Ein Haufen Kätzchen. Wieso sagst du da nicht einfach ein Haufen Kätzchen? Ich weiß nicht wieso. Es heißt einfach Wurf. Echt voll dämlich. Es ist kein Wurfkätzchen. Sei vorsichtig. Alles gut. Ups. Ah! Entschuldigung. War nicht lustig. Bist du verrückt geworden? Du solltest mal dein Gesicht sehen. Ich hätte ertrinken können. Du ertrinkst schon nicht. Du brauchst mehr Selbstbewusstsein, Kleine. Ja, lach nur, alter Mann. Willst schon sehen. Hier geht's lang. Du bist mies. Sie hat schwimmen gelernt. Sie konnte früher nicht schwimmen. Du schwimmst schon besser. Aber denk dran, nicht rumfuchteln. Das Wasser mit dem ganzen Arm wegdrücken. Bla, bla, bla. Gut zu wissen, dass du mir zuhörst. Und jetzt schubst ihn rein. Ellie, komm her, sieh dir das an. Schubs ihn rein. Siehst du, da drüben, schau. Ja, ich sehe es. Ja. Sieht aus wie... Ja! Ja! Ja, sehr gut! Und wie ist das? Erfrischend! Ja, ist nicht so schön reingeworfen zu werden, was? Tja, eigentlich müssen wir sowieso hier durchschwimmen. Schon verstanden. Du bist sehr wütend. Ich bin wirklich sehr wütend. Jetzt komm. Ach, schön. Na dann, let's go! Du musst hier drunter durchtauchen. Hol ganz tief Luft. Ja, ich kann das. Ja, aber wie? Ah, das habe ich gerade gemacht, da ging's nicht. Habe ich gerade instinktiv gemacht. Boah, unter Wasser sieht auch so cool aus, ne? Alles sieht so cool aus. Oh, ich bin... Also optisch ist das einfach so cool alles hier. Ist echt. Ist es mein Geschichtslehrer aus der 6. Klasse, der sich entschuldigen will, weil er immer so fies war? Den hatte ich auch. Wie bitte? Meine Freundin und ich haben immer gemeckert, wenn er die Fireflies Terroristen nannte. Wir mussten oft nachsitzen. Du darfst dich wirklich nicht immer so leicht ärgern lassen. Ist schwer, wenn jemand so fies ist. Trotzdem. Was ich anfangs sagen wollte, ich bin gleichzeitig glücklich und traurig über diese Szene gerade. Das macht mich irgendwie glücklich. Das macht mich ehrlich gesagt auch ein bisschen traurig. So, ja. Haben ihn einfach mal dahin geschubst. Wir müssen eh da lang, ne? Natürlich. Wo bringst du mich hin? Wie schwimmt sie denn mit ihren Haaren da gerade? Ja, dann taucht doch. Hey, die taucht gar nicht. Jetzt taucht sie, okay. Ist es ein neues Paar Turnschuhe? Wie viele hast du eigentlich davon? Nicht genug. Oh.
Dann hilf mir mal, alter Mann. Hier. Dankeschön. Okay. Ach, scheiße. Genug geraten. Oh, gut. Aber ist es eine riesige Comic-Heft-Sammlung? Nein, warte. Ein neues DVD-Set? Ja. Welches denn? Bloß ja. Vielleicht Laserdiscs. Die sollen mega sein. Die sind auch 90er. Die sind nicht 2013. Laserdiscs sind eher 90er. Was ist das da hinten? Wo gehen wir denn jetzt hin? Gehe ich überhaupt richtig? Oh, wie cool. Scheiße, Joe. Da wären wir. Oh mein Gott, es ist ein Dinosaurier. Das ist er. Joel! Überraschung. Ach, du Scheiße. Es ist ein gottverdammter Dinosaurier. Ah. Kann man sich hier hinsetzen? Wie er wegspringt. Okay, wir müssen mal ganz kurz dahin. Tyrannosaurus Rex. Was ist das hier eigentlich? Wyoming Museum. Oh, das Museum in Wyoming. Der König der Echsentyrann. Na, du Großer? Haben wir das schon gelesen eigentlich in der Zukunft? Ich bin mir gar nicht sicher. Das ist ein neues Buch, ne, oder? Guck mal kurz. Das ist ein anderes Buch, das kennen wir noch gar nicht. Ein Vergangenheitsbuch. Schön. Mal ganz kurz lesen auch. Tommy und Joel. Der Hofdienst nervt. Ich verstehe echt nicht, warum manche Leute darum bitten, dazu eingeteilt zu werden. Notiz an mich selbst. Mit Maria reden und fragen, ab wann ich mich fürs Patrouillentraining anmelden kann. Dina und ich haben heute diesen coolen alten Campingplatz entdeckt. Sie hat erzählt, dass Kinder dort früher ihre Sommerferien verbracht haben und Spaß hatten. Wir haben ziemlich viel Mal- und Bastelzeug gefunden. Draußen hat es geregnet und sie hat farbiges Papier ausgeschnitten und Kronen für uns gebastelt. Das war ein guter Tag. Joel hat gesagt, dass wir nächste Woche zu meinem Geburtstag einen Campingausflug machen. Er hat was gefunden und meint, dass es mir gefallen wird. Er scheint sehr stolz auf sich zu sein. Ganz der selbstgefällige alte Knacker. Jetzt wissen wir auch, was gemeint war. Kat hat beim Filmabend neben mir gesessen. Unsere Ellbogen haben sich die ganze Zeit berührt. Ob sie das mit Absicht gemacht hat? Ich weiß es nicht. Vielleicht nicht. Vermutlich nicht. Dina hat mir eine Krone zum Geburtstag gebastelt. Sie war nochmal bei diesem Campingplatz und hat Papier geholt. Sie ist ziemlich klasse. Und da ist der Tyrannosaurus Rex. Und da ist die Krone, die sehr schön aussieht. Offenbar waren die damals schon befreundet. Ich muss es probieren. Natürlich muss ich es probieren. Was hast du vor? Ellie, sei vorsichtig. Ich klettere auf einen Saurier. Ja, das sehe ich. Aber brich dir nicht den Hals, wenn du runterfällst. Sieh mich an! Ich bin auf einem Riesensaurier! Wow, wow, wow! Was tust du da? Nicht springen! Kletter einfach runter! Ich? Soll ich springen oder soll ich lieber runterklettern? Hey, hey, hey! Ah, oh, schön. Oh, hast du das gesehen? Ja, hab ich. Oh, war das nicht super? Super, dass du dir nichts gebrochen hast. Oh, das war super. Ich war unsicher, weil ich das Wasser unten nicht gesehen habe, dass es so tief ist. Aber wie cool mit dem Museum. Ah, Joel ist der Beste. Er ist der Beste. War der Beste. Ich will hier reinspringen. Okay, ich will da durchgehen. Ich habe leider kein Ticket. Was ist das? Ein Buch? Ein Dinosaurierbuch. Okay. Schon gut. Habe ich das nicht bei ihr damals im Zimmer gesehen auch? Oh, und ein Hut. Oh Mann. Willst du mal? Will ich nicht. Hm.
wieder ein Pech. Wird ihm bestimmt gut stehen. So, mal kurz gucken. Steht ihr aber auch gut. Vielleicht ein bisschen groß, aber steht ihr gut. Wie happy sie gerade aussieht, ne? Kennt man so gar nicht. Und das steht hier alles noch. Die sind nicht zerfallen. Wow, hat der aber Krallen. Das ist ein Velociraptor. Eigentlich ist es ein Deinonychus. Das sind ganz bestimmt Velociraptoren. Ja, zumindest hießen die so in diesem Film damals. An den muss ich auch gerade denken. Und an die Krallen. Klick, 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 klick. Okay, ich muss es zugeben. Ich muss trotzdem alles absuchen. Wir wissen ja auch nicht, ob wir hier angegriffen werden oder nicht. Ne? Wir haben zwar keine Waffen dabei. Wir wissen aber nicht genau, was uns hier erwartet. Oh, ein Stuhl. Hallo, tut mir leid, die Dinosaurier sind beschäftigt. Was machst du da? Oh, Moment. Ein Dinosaurier ist hier. Joel ist für dich. Sehr witzig. Es ist auch witzig. Es ist wirklich witzig. Kapiert? Du bist alt. Oh, schon klar. Okay. Oh, sie ist mein Chat. Alles klar, verstehe. Schön. Finde ich gut. Ich mag es trotzdem. Woher weiß sie eigentlich, wie ein Telefon funktioniert? Naja, ich frage zu viel. Giants of the Past. Oh, diese Fiesen. Oh, die sind so fies. Alleine immer dein bester Freund, bis es mehr sind und dann fressen die dich sofort auf. Oh, die sind so fies. Compsognathus. Puh, großer Name für die Zwerge. Ja, die griffen als Schwarm an. Mhm. Weißt du das auch aus einem Film? Tatsächlich ja. Aus einem anderen. Nämlich dem zweiten Teil. War aber nicht so gut. Ach, schön. Oh, ist das schön. Okay, da kann ich nichts machen. Giants of the Past. Step back through time to over 65 billion years ago, when dinosaurs and other prehistoric giants roamed the earth. Oh, wie cool. Das ist echt schon cool, dass die alle so gut erhalten sind, ne? Und dass da nichts drüber gewildert ist, das ist merkwürdig. Hier unten alles voll, da hinten alles voll, aber die Skelette alle tippitoppi noch. Toll. Winziger Kopf. Joe, guck. Das ist ein Hut auf einem Saurier. Das ist ein Hutosaurier. Mhm. Na gut, aber der Hut ist zu cool. Ja, wieder zurück. Sehr gut. Der Hut. Winnie. Was? Das ist Winnie? Ist das jetzt ein neuer Trend? Bitte lass es keinen Trend sein. Dem steht sogar noch besser, der Hut. Wir brauchen ihn aber jetzt zurück. Offenbar. Denn es gibt noch ein paar andere Saurier. Zum Beispiel hier. Hey, Joe. Ellie? Und wie, du nimmst ihn ab. Mein Geburtstag, meine Regeln. Du Brummerle, steht dir gut, finde ich auch. Find ich eben auch. Wow, das Hirn von dem hier war so groß wie eine Walnuss. Das gibt's ja nicht. Da habt ihr beide ja etwas gemeinsam. Nicht schlecht. Ach schön, ich mag das gerne. Ich mag das. So, und hier der Kollege, wer ist das? Der Winnie? Triceratops heißt Dreihorngesicht. Mit dem Horn solltest du dich lieber nicht anlegen. Hm. So, kann ich hier vielleicht... Triceratops. Wenigstens einer, den ich kenne. Wahrscheinlich aus dem Film. Das mit dem Hut ist ganz cool bei ihm. Möchte ich mal kurz anmerken. Was ist das hier? Wahrscheinlich echte Eier. So, sie macht sie wieder Zopf rein. Okay, warum nicht? Oder werden die Haare zwischendurch locker und sie bindet sie wieder neu? Das wäre ein verdammt cooles Detail. Das Dimetrodon war ein Spitzenpredator. Was ist ein Spitzenpredator? Der allerkrasseste Predator.
Dafür ist er aber klein. Warte, meinst du etwa mich? Hm. Noch. Das wird ja besser. Was haben wir denn hier? Oh nein, 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 nein. Nicht auch noch hier. The Nighthawk. Warum denn auch noch hier? Oh, cool. Nein. Was hast du da? Diese Superheldenkarten waren wohl beliebt. Ich glaube, Sarah mochte die eine Zeit lang. Ah, Sarah. Oder waren es diese kleinen Viecher? Vergessen. Ach, die Sarah. Okay, dann lesen wir mal. The Nighthawk, Jerry Lavelle. Als ein frisch gebackener Rekrut der Luftwaffe in ein Gefecht zwischen Spark Aerobots und der Society of Champions geriet, rettete seine Schlagfertigkeit den Tag. Seine Arme und Beine wurden im Kampf verletzt, sodass Dr. Stem ein Set aus Energieflügeln für seine Arme und Energieklingen für seine Beine erschuf. Damit konnte er sowohl das Land als auch den Himmel in absurder Geschwindigkeit überqueren. Zusammen mit seinem treuen Windhund Ezio durchkämmt dieses Kleinstadtkind, bekannt als The Nighthawk, die Welt nach Bösewichten, immer bereit, sich wieder in die Action zu stürzen. Warte mal, sein Windhund kann auch fliegen? Ja, klar, ist ein Windhund. Auf der Karte konnte der Hund wirklich fliegen. Wieso kann der Hund denn fliegen? Like you're next on the extinction list. Don't worry, we're covered. Stop by the cafe. Okay, ich gehe ganz aufs Klo. Nur mal eben für kleine Damen. Das sind sehr große Toiletten, ehrlich gesagt. Selbst für kleine Damen sind das sehr große Toiletten. Wie zufrieden sie da einfach noch aussieht, ne? Wie happy, das ist ehrlich gesagt ganz schön bitter. Also es ist schön, dass sie so happy aussieht, aber wenn man sieht, wie sie halt später sieht sie nicht mehr so glücklich aus, natürlich. Und wir wussten natürlich alle, dass der Joel für sie war wie ein Vater. Aber uns wird natürlich vor Augen geführt, was das eigentlich bedeutet. Gallimimus bedeutet Hühnernachahmer. Was? Wer denkt sich das aus? Wissenschaftler. Tja, die sind echt doof. Das ist merkwürdig. Hühnernachmacher. Ich meine, warum würde mich interessieren? Nicht nur, dass die so heißen. Kompliziertes Wort. Kompliziertes Wort. Oh, okay, das sieht auch cool aus. Das sollte sie jetzt eigentlich mal malen. Das ist halt schon cool. Die Knochen sind natürlich auch cool, aber... So, was liegt da noch? Oh, noch ein Hut. Ja, nice. Wie viele Hüte? Na, aber drauf auf die Birne. Ihr seid Hutsbrüder. Dach. Ah, jetzt aber. Wenn's dir gefällt. Tut es. Gefällt mir voll gut. Finde ich auch. Passt auch sehr gut. Ja. Okay, warte kurz. Da haben die Haare gerade durchgeguckt. Ich habe es gesehen. Was für ein Fauxpas. Okay, ich muss den Hut einfach nochmal auf diesen kleinen Kopf da oben. Geht das? Nee, ne? Ne, leider nicht. Aber hier geht das sehr gut. So, warte. Das passt echt gut. Ich finde das super. Ich würde am liebsten von allen Fotos machen. So. Das war echt cool. So, komme ich jetzt hier hoch? Ja, ich komme da gar nicht hoch. Der kriegt leider keinen Hut. Schade. Und sein Kumpel da drüben, der ist doch schon ein bisschen eingegrünt. Oh, warte, jetzt haben wir hier noch. Brachiosaurus frisst täglich knapp 300 Kilo Pflanzen. Muss der gepupst haben? Da war diese Szene, wo einer der Männer sagte, was für ein Scheißhaufen. Wie heißt der Film und wann können wir ihn ansehen? Ich sag dir was, wenn wir wieder in Jackson sind. Filmabend. Voll cool. Aber alle Teile, obwohl bis 2013, welche Teile waren da raus? Weiß ich gar nicht. Neue dürfte es dann wohl kaum geben. Oviraptor, der sieht ja schön aus. Wow, der sieht wie ein Vogel aus. In der Tat glaubten Paläontologen, dass Vögel von den Dinosauriern abstammten. Tja, Verzeihung, Herr Professor. Ich weiß auch das ein oder andere. Aus Filmen. Geh weiter. Außer natürlich Hühner, die stammen vom Tyrannosaurus Rex ab.
Die erste Reaktion ist darauf immer ein Lachen, so hahaha, lustig. Und dann googelt man das mal und dann denkt man sich, WTF, was? Und das erklärt auch alles an Hühnern. Guck mal, wie dick sein Schädel ist. Klar, ist ja auch ein Pat... Sieht irgendwie aus wie Tommy. Das werde ich ihm erzählen. Bitte nicht. Im richtigen Licht betrachtet, Peng, Tommy. Hm. Tatsächlich. Jetzt, wo du es sagst. Und der hier mit der Mütze eigentlich auch ein bisschen. So. Oh, was ist das denn? Velociraptor. Oh, alles klar. Joel, das ist der, von dem du erzählt hast. Der Velociraptor. Ist der klein? Filmen kann man wohl auch nicht alles glauben. Ja. Offenbar nicht. Aber Jurassic Park war ja keine Dokumentation. Oh, hier geht's gar nicht. Ich will nicht, dass der Tag zu Ende geht. Wir müssen für immer hier bleiben, Joel. Wir müssen für immer hier bleiben. Der Tag darf nie zu Ende gehen. Wir wohnen jetzt einfach hier. Damit. Ach, der nuschelt immer was vor sich hin. Hier irgendwas angucken. Ich will nicht, dass es zu Ende ist. Da oben. Guck mal, das ist eine zweite Etage. Okay, da geht's nicht durch. Ich habe eigentlich gedacht, huch, es geht tatsächlich noch nach oben. Sehr schön. Der Tag darf nicht vorbei sein. Warst du oft in Museen? Ja. Ja, Sarah liebte Museen. Das Mädchen hat mich in jedes verdammte Museum von Texas geschleift. Ach, schön. Und jetzt rate mal. Schaffen wir das? Sieht aus wie eine Giraffe. Ja, da hast du recht. Wirklich reizend. Sag ich doch. Aber jetzt nimm mal meinen Hut, bitte. Joel, du brauchst diesen Hut. Es ist ja nicht klar, du brauchst den. Oh, hier, Extinction. Ja, Extinction ist übrigens auch das Motto dieser Erde, auf der wir hier gerade leben. Oh, jetzt kommt noch der Weltraum, oder was? Oh, wie cool. Oh, wie cool. A walk through the stars. Hast du das etwa gewusst? Es gefällt dir nicht. Wir können auch wieder gehen. Oh, sei bloß still. Oh, das ist echt cool. Oh, wie nice. Okay, pass auf, ich dreh mal kurz. Hey, Joel, kannst du alle Planeten aufzählen? Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neuen Planeten. Ja. Hallo? Alles klar bei dir? Nein, Merkur, Vater... Venus, erklärt, Erde. Oh, okay. Verstehe. Das ist echt cool. Ich mach das jetzt eine Stunde lang, damit der Tag hier nie vorbeigeht. Der darf einfach nie vorbeigehen. Oh, wie cool. Mein Vater erklärt mir jeden Tag die neuen Planeten. Jeden Sonntag. Uranus. Oh, hier noch die ganzen Raketen. Hey, Joe. Rate mal, welches dir als erstes im Weltraum war. Ich brauche nicht zu raten. Es war ein Affe. Nein, Fruchtfliegen. Ja, 1947. Um die Strahleneinwirkung in großer Höhe zu testen. Sie haben's überlebt. Alle Achtung, du bist echt schlau. Danke. Sind sie zu Superfliegen mutiert? Was? Nein. Das mit den Fruchtfliegen wusste ich auch nicht. Wow. Erzähl noch was Interessantes. Astronauten sagen, der Mond riecht wie Schießpulver. Das ist interessant. Mhm. Aber warte, wir haben sie... Oh, sie haben die Mondproben natürlich reingeholt. Und ich schätze später dran gerochen. Das macht erschreckend viel Sinn. So,
mal ganz kurz gucken. Ah, aus dem Weg. Okay, was jetzt? Sag du es mir. Frag mich. Ich weiß nicht. Wer war der erste Mensch im Weltraum? Ah, leicht. Juri Gagarin. Ja, das wusste ich. Gagarin? Ist das... Gagarin, oder? Gagarin. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Hab's nur gelesen. Gagarin. Jedenfalls flog er am 12. April 1961 ins Weltall. Ich bin beeindruckt. Wie viele Bücher hast du darüber gelesen? Komm schon, Joe. Ist das nicht unfassbar? Erklär mir, was dir daran so gefällt. Weiß nicht. Die Leute deiner Zeit, sie hatten es leicht. Relativ betrachtet schon. Ich meine, sie mussten nicht in den Weltraum, flogen aber trotzdem. Das ist tollkühn. Tollkühn. Okay, Kleine. Hab's kapiert. Na dann. Hey, wusstest du, dass die Hitzeschilde von Raumfähren aus Sand sind? Nein. Ich dachte, sie wären aus dickem Gummi. Nee, Sand. Gern geschehen. Ich frage mich, warum Sand? Bei zu viel Hitze schmilzt Sand und wird zu Glas? Gummi würde schmelzen und wird zu flüssigem Gummi? Ich weiß nicht. Noch was? Klar. Astronauten trinken ihre eigene Pisse. Ja, gut, das... Gefiltert. Aber trotzdem. Man tut, was man tun muss, schätze ich. Naja, ich schätze, das muss man nicht unbedingt wissen. Interessant ist es schon, weil vielleicht in einer Survival-Situation könnte es natürlich sein, ne, wenn es auf der Erde jetzt nur noch infiziertes Wasser gäbe, müsste man wahrscheinlich, ja gut, das Wasser filtern. Oder die eigene Pisse. Das bleibt ja den Leuten überlassen. Weißt du, wie oft wir auf dem Mond waren? Zweimal? Sechsmal. Bist du sicher? Ja, ganz sicher. Mit mir wären es 7. Ja. Es wäre so schön, wenn es klappen würde. Oh, hier können wir noch ganz kurz eben ein bisschen die Raumkapsel malen wahrscheinlich, oder? Drücke zum Anzeigen. Ja, wir gucken mal. Eines Tages. Ja. So, da ist noch ein schönes Mondfahrzeug. Das sieht sehr gut aus. Sportliches Cabrio. Wow, Hammer. Wo ist das Lenkrad? Mondfahrzeuge haben keins. Sie haben Joysticks. Ha. Moment. Ist das der echte? Da die echten auf dem Mond geblieben sind, eher nicht. Ja gut, du musst nicht ganz so klugscheißerisch klingen, ne? Das wollte ich mal ganz kurz sagen. Also, hätte ich vielleicht auch gefragt. Weiß ich nicht. Will aber nicht dumm dastehen, deswegen gebe ich es nicht zu. Ich sage einfach, ja klar, das weiß man doch. Ach, die Mir. Und die ISS. Okay, kann man nicht angucken. Gehen wir weiter. Und hier noch diverse Raumanzüge von verschiedenen Nationen. Und eine Raumkapsel, wo das Grün sehr gut gedeiht. Da gucken wir gleich mal. Ich schaue mir erstmal ganz kurz die Mercury Spacesuit. Oh, lass mich raten. Helme anprobieren. So cool. Wie riecht's da drin? Nach Weltall. Und Staub. Muss auch mal anprobieren. Okay, schmeißen wir jetzt den einen weg. Probieren wir alle an. Offenbar probieren wir alle an. Hey, Black Mesa. Können wir nicht reden? Nein, wir können nicht reden. Würde ich gerne Dinosauriern aufsetzen, das Ding. So, den nochmal. Alle anprobieren. So. Partial Pressure Suit, Suite Launch Entry. Wenn man sich wieder der Erdatmosphäre nähert. Und hier für den Weltraum.
Die neuen von Elon Musk sind aber nicht dabei. Die gab es damals noch nicht. Apollo. Den muss da tragen. Okay. Dann gucken wir uns mal die Kapsel an. Ach, wie cool das alles ist hier, ne? Wow. Was für ein cooler Geburtstag. Nach dir. Das ist aber die echte, ne? So Landungskapsel, glaube ich. Wenn wieder zur Erde zurück. Vorsicht. Alter. Boah, wie cool. Oh. Was zum Teufel? Oh. Okay. Wow. Das sind eine Menge Knöpfe. Echt abgefahren. Mann. Kannst du dir das vorstellen? Happy Birthday, Kleine. Eine Kassette. Oh, wie cool. Was ist das? Das ist etwas, das richtig schwer zu finden war. Hier. Die Augen. Du wirst es mögen. Okay. Boah, wie cool. Okay. Willst du mich verarschen? Gern geschehen. Na, was meinst du? Sehen wir uns noch ein bisschen um? Ja, okay. Ja. Der Sticker. Oh, das bedeutet der Sticker. Also Sticker, das, der Pin. Der war auch in der großen Last of Us 2 Box mit dabei. Da wusste ich das noch gar nicht. Und dann so, oh ja, okay, cool, ja, hat sie halt. Oh, das bedeutet der. Der war beim Rucksack mit dabei. Beim Last of Us 2 Rucksack. Jetzt weiß ich's. Da würde ich sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns vielleicht noch ein bisschen um.
Aber ich möchte einfach nicht, dass dieser Tag zu Ende geht. Ich möchte es einfach nicht. Da ist schon Exit. Deswegen sage ich jetzt erstmal vielen Dank und bis zur nächsten Folge, wenn uns mit Sicherheit die Realität wieder einholt. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao mit V. Tschüss.